Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Volker Lilienthal. Sie wissen, dass ich diese Veranstaltung im Wechsel mit meiner Kollegin Irene Newerla, ebenfalls Koordinatorin dieser Ringvorlesung, moderiere. Ich begrüße Sie zum heutigen Abend. Ringvorlesung Lügenpresse, die siebte. Herzlich willkommen Ihnen allen. Vielleicht hat der Abend mit einer kleinen Enttäuschung begonnen, weil als Sie erfuhren, dass Jakob Augstein abgesagt hat. Ja, er hat abgesagt. Und zwar am Freitag sehr kurzfristig aus wichtigem Grund, wie es hieß. Das ist sehr, sehr schade, weil wir gerne seine Sichtweise kennengelernt hätten. Aber Jakob Augstein hat angeboten, seine Lecture nachzuholen. Wir prüfen gerade, ob das terminlich möglich sein wird. Sie werden davon erfahren. So, am Freitag kam also die Absage, aber wir haben dann glücklicherweise sehr kurzfristig einen fast so prominenten und mindestens so kompetenten Ersatz gefunden, wobei das Wort Ersatz bei diesem Referenten eigentlich gänzlich unpassend ist. Professor Dr. Michael Haller, Emeritus der Universität Leipzig und heute Gesamtleiter Journalismusforschung an der Hamburg Media School. Augstein hätte ja sprechen sollen zu der Frage, ob Journalisten Anlass zur Selbstkritik haben. Eine Frage, die man natürlich sofort mit Ja beantworten können. Aber die Frage ist ja, wo haben Sie Anlass zur Selbstkritik und warum haben Sie Anlass zur Selbstkritik? Diese genauer gefassten Fragen, auf die kann auch Michael Haller, glaube ich, heute Abend uns einige Antworten geben, denn er hat gerade eine große empirische Inhaltsanalyse abgeschlossen zur Frage, wie die reichweitenstarken und meinungsbildenden Zeitungen dieses Landes und einige auflagenstarke ausgewählte Lokalzeitungen über die sogenannte Flüchtlingskrise des Jahres 2015 berichtet haben. In einigen Berichten war bereits von einer einseitigen Willkommenskultur die Rede, derer sich viele Journalisten befleißigt hätten. Lieber Herr Haller, das würden wir jetzt gerne genauer wissen, aber bevor wir mit Ihrem Vortrag beginnen, würde ich Sie und Ihr Werk gerne noch dem Publikum vorstellen. Bis zu seiner Emeritierung im Herbst 2010 hatte Michael Haller den Lehrstuhl Journalistik an der Universität Leipzig inne, wo er seit 1993 den Reformstudiengang, den reformierten Diplomstudiengang Journalistik aufgebaut hatte. Seine Forschungsgebiete sind bis heute Redaktions- und Qualitätsforschung, wobei der Schwerpunkt bei den Printmedien und bei den Online-Medien liegt, journalistische Methoden und Vermittlungsformen in Richtung des Publikums sowie Berufs- und Medienethik. Vor seinem Ruf nach Leipzig an die dortige Universität war Haller 25 Jahre lang als Reporter und Redakteur in leitenden Funktionen in verschiedenen Pressemedien des deutschen Sprachraums tätig. Zu nennen sind hier die Basler Zeitung, die Weltwoche, aber auch der Spiegel und die Zeit. Er ist Gründungsherausgeber von Message, einer internationalen Fachzeitschrift für Journalismus, sowie Beirat in mehreren Einrichtungen der Journalistenausbildung im In- und Ausland. Lieber Herr Haller, Sie haben das Wort. Danke, dass Sie gekommen sind. Funktioniert? Ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das heißt also, wenn mir Volker Lilienthal am Nachmittag des vergangenen Freitags die Chance einräumt, Ihnen sozusagen einen Einblick in unsere kleine Forschungswerkstatt zu geben, dann habe ich natürlich gerne zugesagt, zumal es ja eine Thematik ist, die uns alle, also nicht nur uns Medienwissenschaftler, sondern ich denke auch Sie als Bürger und als Nutzer und Leser der Medien sehr beschäftigt. Nämlich die Frage, wie entwickelt sich bei uns als Bürger dieses Landes eine bestimmte Einstellung, eine bestimmte Auffassung, eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Beurteilung in Bezug, sagen wir mal, auf prekäre gesellschaftspolitische Vorgänge. Denn dass etwa das Thema
Flüchtlingsflut. Ich will das ganz bewusst in Anführungszeichen setzen, weil ja das, wir wollen dabei bleiben, dass es eine Metapher ist, also dass wir nicht Menschen versachlichen im Sinne der Flut, sondern dass wir das nur als Metapher gebrauchen. Also bei einem solchen Thema wie Flüchtlingsflut ist es naheliegend, dass man sich auf zwei verschiedenen Ebenen bewegt. Zunächst mal die eigene persönliche Einstellung, Auffassung und dann die über die Medien vermittelte Auffassung, die Informationen, die Darstellungen, die Kommentierungen. Und dann gibt es ja auch noch das Problem selber oder besser gesagt das Thema selber, also die Flüchtlinge hier bei uns. Also das ist, wenn Sie so wollen, ein Dreieck, das im Kopf jedes Bürgers und jeder Bürgerin, die sich damit beschäftigt, wenn Sie so wollen, ein Spannungsfeld auslöst. Und dieses Spannungsfeld ist auch inhaltlich bezogen. Also inhaltlich damit meine ich, auf der einen Seite denke ich, ist unstrittig, dass wir vor dem Hintergrund unseres Wertesystems, unserer westlichen Werte, Menschen, die in eine existenzielle Not gekommen sind, dass wir ihnen beistehen wollen. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit. Und das ist, wenn Sie so wollen, nicht hinterfragbar und nicht hintergehbar, dieses Gebot. Und auf der anderen Seite aber wissen wir, dass, wenn Sie so wollen, die Sozialverträglichkeit, also das, was eine Gesellschaft auch aufnehmen und gelingend, zusammenlebend gelingend machen kann, dass das nicht unbegrenzt ist. Und dieses Spannungsfeld, also das erste, die mediale Vermittlung in diesem Dreieck und das zweite, das Thema selbst, das in sich auch dieses Spannungsfeld hat, das bitte ich Sie einfach im Hinterkopf zu behalten, wenn ich mit Ihnen nun in den nächsten, ich stelle mir mal vor, irgendwie was zwischen 40 und 50 Minuten, Ihnen einzelne Befunde zeige, die wir in der Untersuchung der Medienberichterstattung glauben herausgefunden zu haben. Wobei wir noch nicht ganz so abgeschlossen sind, leider, oder wie man es auch immer nennen will, lieber Lilienthal, sondern wir haben noch 3-4 Wochen Auswertungsphase vor uns. Also wir glauben, dass wir dann rechtzeitig zu Weihnachten damit durch sind. Also so ist das darum eher ein Einblick in eine Werkstatt, die ich Ihnen hier zeige, als fix und fertige Befunde. Das bitte ich Sie einfach zu berücksichtigen. Angesichts der, erschrecken Sie nicht mit so viel Text, es kommt noch ein bisschen mehr Text, aber erschrecken Sie nicht darüber, ich will damit nämlich nur etwas in Erinnerung rufen. Angesichts der sogenannten Journalismuskrise, also mit Journalismuskrise meine ich jetzt nicht das Rufen nach der von Lügenpresse, sondern mit Journalismuskrise meine ich eher, dass die Journalisten selber verunsichert sind, dass sie in vielen tagesaktuellen auch Informationsmedien viele Journalisten sich fragen, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Was sollen wir eigentlich tun? Was ist richtig? Was ist sinnvoll? Was ist zweckmäßig? Und was ist es vielleicht eher nicht? Da laufen dann sehr viele Geschichten durch die Köpfe und durch die Redaktionskonferenz. Du musst erzählen, Storytelling und all diese Dinge. Und mein Eindruck ist, das verwirrt eher noch mehr, weil damit Journalisten, wenn sie etwa, wir wollen tollen Erzähljournalismus bringen, wenn sie das sagen und es sind tagesaktuell informierende Medien, dann verbirgt sich vielleicht dahinter auch ein Versuch der eigentlichen Aufgabe, nicht mehr so unbedingt gerecht werden zu wollen, nämlich zu informieren. Ich rede jetzt von den tagesaktuellen Informationsmedien. Ich rede jetzt nicht von Wochenmedien aller Zeit oder dergleichen, die mehr ein hintergrundsessayistisches Konzept verfolgen, auch wenn sie in unserer Zeit heute auch einen starken Recherchejournalismus haben. Also was ist eigentlich die Aufgabe eines tagesaktuellen Informationsmediums, also die Tagesschau, die Tageszeitungen, die nachrichtlichen Online-Medien? Da kann man sich eigentlich relativ rasch wieder zurückbesinnen an das, was man diesem Journalismus, diesem Informationsjournalismus an Funktionen, an Aufgaben zugeschrieben hat. Das geht zurück in die 60er Jahre, nicht von ungefähr 60er Jahre. Manche von Ihnen werden sich noch, wenn ich so rumschaue, werden sich vielleicht noch erinnern, was die sogenannte Spiegel-Affäre war, zu Beginn der 60er Jahre, also der
der Versuch des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß, eine kritische Berichterstattung des Spiegel über die Bundeswehr zu unterdrücken und den Spiegel sozusagen mundtot zu machen. Und das hatte eine ganze Reihe von Folgen, unter anderem eben auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und in diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, das wegweisend für viele weitere Urteile, auch für die, wenn Sie so wollen, Selbstfindung in der Berufsrolle des Journalismus bedeutete, wurde ganz deutlich gesagt, dass es darauf ankommt in einer demokratischen Gesellschaft, dass die Bürger in Bezug auf die politischen Entscheidungen umfassend informiert sein sollen, dass sie die verschiedenen Meinungen kennenlernen sollen und auch gegeneinander abwägen können sollen, die andere gebildet haben, und dass deswegen die Presse, also jetzt bezogen hier damals eben auf die Wochenzeitschrift Spiegel, aber das gilt natürlich, das ist zu verallgemeinern, die Presse sozusagen als Informationsjournalismus, dass sie Informationen beschafft damit und dazu Stellung nimmt, damit sie sozusagen eine öffentliche Kraft, damit sie eine orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung einnehmen kann. Und in einem weiteren Urteil wird das nochmals konkretisiert, indem eben die Presse ein Kontrollorgan sein soll zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern. Also eine intermediäre Einrichtung, eine intermediäre Institution, die nicht die eine Seite sozusagen einbahnstraßig vertritt und auch zur anderen Seite verkündet, sondern dass sie eben auch dadurch, dass sie Kontrolle ausübt, zugleich die Seite der Publika einnimmt und sozusagen zurückfragt, ja, an die Machthabenden, an diejenigen, die die Funktionen der politischen Institutionen ausüben. Sie sehen, das ist dann, setzt sich so fort, wenn Sie das dann runterbrechen, also im Nachgang dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils, fast zeitgleich sind in allen Bundesländern die sogenannten Landespressegesetze erlassen worden, weil, sagen wir mal, Journalismus zur Welt der Kultur gerechnet wird und Kultur Bundesländersache ist, und darum ist es sozusagen auf der Ebene der Bundesländer sind diese Gesetze erlassen worden. Sie sind praktisch in allen Bundesländern mit wenigen kleinen Abweichungen identisch. Die öffentliche Aufgabe der Presse erfüllt sie, indem sie Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung nimmt, Kritik übt und auf diese und auf weitere Weise ja an der Meinungsbildung ja der Menschen, der Bevölkerung mitwirkt. Und dafür hat sie auch ganz besondere, wenn Sie so wollen, Rechte bekommen. In den Landespressegesetzen ist festgehalten, dass die Journalisten bestimmte Auskunftsrechte haben gegenüber den Behörden oder umgekehrt die Behörden gegenüber den Journalisten Auskunftspflichten zu erfüllen haben. Das ist ein langes Kapitel dann dahinter, wie das im Einzelnen aussieht. Auf das kommt es jetzt hier uns nicht an, uns kommt es einfach darauf an, wie eine demokratische Gesellschaft mit ihren Institutionen, insbesondere mit ihren rechtsetzenden Institutionen, dem Journalismus als einer wichtigen gesellschaftlichen Kraft bestimmte Aufgaben zugeschrieben hat, die der Journalismus zu erfüllen hat. Und wenn Sie das dann ja, entsprechend runterdeklinieren, hier jetzt im Berufsbild des Deutschen Journalistenverbandes, der größte Repräsentant, sagen wir mal, des Journalismus in Deutschland ist, jedenfalls in der Printwelt, dann wird hier ja auch ganz deutlich nochmals gesagt, dass ein umfassendes Informationsangebot geschaffen werden soll von den Journalisten, die eine Grundlage dafür sind, dass die Bürger als Nutzer dieser Medien die in der Gesellschaft wirkenden Kräfte auch erkennen kann. Wenn die nicht beschrieben, nicht durchrecherchiert und nicht aufgezeigt werden, kann man die auch nicht erkennen. Und so heißt es dann auch weiter, die Journalistinnen vermitteln aufgrund eigener Recherchen und oder durch sorgfältige Bearbeitung fremder Quellen, auf diesem Wege vermitteln sie Informationen und Meinungen über aktuelle oder für die Öffentlichkeit bedeutsame Ereignisse, Entwicklungen und Hintergründe. Das muss man sich einfach nochmal so vergegenwärtigen vor dem Hintergrund ja, dieses Rhabarber-Redens heute aktuell über das, was der Informationsjournalismus eigentlich soll. Pressekodex noch schnell erwähnt, ja, in der Ziffer 4 wird in der Richtlinie dazu gesagt, Recherche ist ein unverzichtbares Instrument der journalistischen Sorgfaltspflicht und weitere Ausführungen. Wir können das dahingehend zusammenfassen, dass
die Kernfunktion des Informationsjournalismus eigentlich darin besteht, mal zuerst zu informieren, als allererstes und als weiteres zu kontrollieren durch die Informationen, die er beschafft, stellt er Öffentlichkeit her und der Effekt der hergestellten Öffentlichkeit ist, wenn Sie so wollen, eine virtuelle Kontrollfunktion. Natürlich nicht eine Kontrolle, wie das Strafvollzugsbehörden könnten, das soll der Journalist bitte nicht, aber eine indirekt kontrollierenden Effekt dadurch, dass er Öffentlichkeit herstellt und die Menschen ins Bild setzt darüber, was sozusagen hinter den Kulissen geschieht. Und damit verbunden ist immer auch, nicht nur jetzt als Meinungsäußerung, sondern auch indem kritische Informationen veröffentlicht werden, auch so etwas wie eine Kritikfunktion. Und damit ist auch schon die Kernkompetenz, auf die es im Journalismus, jetzt im Informationsjournalismus eigentlich ankommt, auch schon angesprochen. Nämlich die Kernkompetenzen beziehen sich auf recherchieren können, jetzt in einem professionellen Sinn. Also nicht einfach ein Suchwort bei Google eingeben und mal draufdrücken und 3.799 Treffer, die ersten 10 angucken und dann einen Text schreiben. Das ist nicht recherchieren. Recherchieren ist den Dingen auf den Grund gehen und den Wahrheitsgehalt der Informationen herausfinden. Und eben dann die Nachrichten, die überprüft, recherchiert wurden, eben dann auch einordnen und bewerten können. Meine Damen und Herren, wenn wir das nun mal so im Hinterkopf halten, was so eigentlich die Aufgabe des Journalismus, des Informationsjournalismus sein soll, dann denken wir jetzt nochmals an das, was im letzten Sommer abgegangen ist. Ich habe Ihnen hier einfach nur so 3 Fotos schnell, damit Sie es sozusagen nochmal präsent haben, hier Ihnen schnell gezeigt. Und jetzt fragen wir uns mal, abgesehen davon, dass natürlich eine laufende Berichterstattung stattfindet über die laufenden Ereignisse, was hätten die Nachrichtenmedien eigentlich im letzten Sommer, also sagen wir mal von Juli bis Ende September, auf diese Phase komme ich nachher nochmal, was hätten die eigentlich da tun sollen? Ja? Also wenn Sie in meinem jetzt 2. Abschnitt die Überschrift anschauen, was sollen die Journalisten tun? Und wenn wir nochmal zurückdenken an jenen Sommer, dann ist jetzt die Frage, was hätten die Informationsmedien Ihrer Meinung nach auf dieser ganz konkreten Ebene der Problemstellung, die durch die Hunderttausenden von Flüchtlingen, die auf der sogenannten Balkanroute zunächst in Ungarn festgehalten, dann über Österreich zu uns kamen. Was naheliegenderweise als erstes eigentlich, um überhaupt richtige Fragen stellen zu können, die Journalisten hätten auswerten können, das ist das schon vorhandene Wissen, und zwar das Expertenwissen. Also die Migrationsforschung weiß zum Thema Vorurteile gegenüber Fremden bis hin zu Fremdenhass relativ viel. Da gibt es seit Mitte der 90er Jahre eine ganze Reihe von auch publizierten Studien. Das ist kein Geheimwissen. Da muss man nur eben ein bisschen recherchieren. Also eigentlich nur in Datenbanken und Bibliotheken nachschauen. Man muss halt lesen. Man muss halt nachfragen in einer Bibliothek. Und dann würde man merken, dass die in gewisser Weise Sozialverträglichkeit in bestimmten Regionen unserer Gesellschaft reduziert ist. Das heißt, also gegenüber anderen Regionen. Das heißt, dass also sehr genau überlegt werden müsste, und das wären dann daraus abzuleitende Recherchefragen, in welchen Regionen dieser Gesellschaft und dieser Republik sind eigentlich auch welche Flüchtlingskohorten angemessen und welche nicht? Und wie geht man mit solchen Regionen um, in denen nachweislich, seit 10 Jahren nachweislich bekannt ist, dass dort ein relativ hoher, sagen wir mal, Aggressionspegel in Bezug auf Fremdes da ist. Was muss man da sozusagen auch an präventiven Maßnahmen ergreifen? Wie gesagt, die Journalisten haben nicht die Aufgabe, das selbst zu tun, sondern sie haben die Aufgabe, das herauszufinden, um solche Fragen zu stellen. Oder das Stressverhalten. Flüchtlinge, die das alles erlebt haben, was die meisten tatsächlich erlebt haben, traumatisiert sind. Allein der Weg dieser von
aus Syrien etwa bis an die Grenzen Deutschlands kommt dann noch dazu. Da weiß die Stressforschung auch relativ viel, wie man damit umgehen muss, um zum Beispiel eine Form von aggressiver Interaktion zu vermeiden und die Menschen sozusagen aus dieser Opferrolle, in der sie sind, herauszuführen. Was wissen Religionsexperten darüber, wie die verschiedenen Ausprägungen des Islam, also die schiitische gegenüber der sunnitischen Ausprägung, was das bedeutet, wenn man solche sunnitische und schiitische Flüchtlinge in ein Flüchtlingsheim packt? Das sind alles Dinge, die, da muss man nicht warten, bis was passiert ist. Das sind alles Dinge, das gesellschaftliche, wissenschaftliche Wissen ist ausgesprochen reich zu all diesen Fragen. Auch die kulturanthropologischen Fragen, die anderen Normen und Werte, auch auf was Sie angedeutet haben. Winziges Beispiel, ein Ende 40-jähriger Flüchtling mit seiner Frau kommt zu dem entsprechenden betreuenden Amtsperson sozusagen hier in Hamburg und sagt, in Berlin leben noch zwei meiner anderen Frauen. Können wir die nicht zusammenführen? Und die ihn Betreuende waren natürlich hilflos. Sagt, ja, keine Ahnung, das kann doch nicht sein, ja, dass wir hier sozusagen mit Steuergeldern einen Harem finanzieren. Aber in vielen Regionen der islamischen Gesellschaft sind sozusagen bis zu 5 Frauen. Also ja, ist da, ja, wenn Sie so wollen, ja, dem normkompatibel und nicht abweichend von der Norm. Oder ja, so könnte man, gibt es eine ganze Reihe von naheliegenden Fragen, die, wenn man Flüchtlinge in dieser Zahl aus einem anderen Kulturraum bei uns nicht nur unterbringt, sondern jetzt kommt dieses Chiffrewort, integrieren will, dann gibt es einen Rattenschwanz von solchen Fragen. Das heißt also, mit einem solchen Hintergrundwissen, dass man innerhalb kurzer Zeit sich ja aufarbeiten kann, eine Redaktion ist groß genug, um das arbeitsteilig zu machen, hätten Politiker, Behörden, Vollzugsorgane und so weiter gezielt, kontrollierend, wenn Sie so wollen, direktiv befragen können, warum könnt ihr uns das nicht beantworten? Wir erwarten von euch, dass ihr diese Probleme, die auf uns alle zukommen, zielführend angeht und nicht nur aussitzt oder einfach nur quasi delegiert an private Organisationen, die dann mit Steuergeldern irgendwas zusammenstricken. Ich will Ihnen in meinem dritten Abschnitt mit ein paar Stichworten zeigen, was es sein könnte. Das ist eine These von mir. Ja, das kann man nicht beweisen, sondern das sind Vermutungen, die dazu da sind, bestimmte Befunde plausibel zu machen. Also warum nicht recherchiert wurde. Und ich zeige Ihnen das ganz kurz an dem Narrativ Willkommenskultur. Willkommenskultur, dieses Wort, ist deswegen so schön, weil es selbstverständlich ist. Man muss es nicht Analogien erst erklären und so weiter. Jeder weiß, ich sage Willkommenskultur, nicken alle im Kopf, sagen, ja, ich weiß, was das ist. Der Begriff der Willkommenskultur ist zwischen 2005 und 2006 sozusagen den öffentlichen Diskurs infiltriert worden. Er ist infiltriert worden, nicht von den Journalisten und auch nicht von der Kirche oder von anderen, sagen wir mal, am sozialen Zusammenleben der Menschen engagierten Einrichtungen oder NGOs, sondern er kam von der Arbeitgeberseite. Weil man sagte, die Willkommenskultur, wenn wir die schaffen, dann haben wir ja ein Meinungsklima, auf den dann die nächsten Schritte, für die man die nächste Chiffre hat, nämlich eben die Integration, und damit ist wiederum gemeint, die Fremden hier so zu beheimaten, dass sie auch als Arbeitskräfte hier tätig werden können. Das ist, wenn Sie so wollen, die Idee gewesen. Und die hat sich in den folgenden Jahren von 2005, 2006, hat die sich mehr und mehr in ihren Konnotationen, also in ihrem sozusagen Bedeutungshof, immer weiter verändert hin zu einer
reinen, wenn Sie so wollen, kulturellen, sozialen, mitmenschlichen Position. Also wenn man jetzt, also 2009, das sehen Sie an diesem Zitat, das sind, wir haben hunderte von solchen Berichten, das ist jetzt nur ein Beispiel für unendlich viele. Wenn man 2009, 2010, 2011 es quasi gewagt hätte, den Topos Willkommenskultur zu hinterfragen, da wäre man schon eigentlich als ein ja, latent fremdenfeindlicher. Ja? Also irgendwie, das ist doch Merkmal ja, schon fast des deutschen Wesens, ja, dass man Willkommenskultur gut findet und fördert und pflegt und dafür ist. Und das war dann bis zu 2015 geradezu eine euphorische Stimmung im Zusammenhang, in den Medien, ja, im Zusammenhang mit dem Narrativ Willkommenskultur. Das erklärt sich, wenn man dann die neben den Berichten die Kommentare analysiert in den Medien, dann ahnt man, womit das zusammenhängt, nämlich viele deutsche Medien haben in gewisser Weise darunter gelitten, stellvertretend für viele, sagen wir mal, deutsche Bürger, dass wir durch dieses Griechenland-Bashing und diese, sagen wir mal, harte Politik in Brüssel, die ja, unser Finanzminister ja, immer mit der Schraube ja, der Verschuldung immer weiter sozusagen die angezogen hielt, dass ja, das Image der Deutschen in den übrigen, insbesondere in südeuropäischen Staaten, nicht das Beste war. Und das liest sich auch nochmal von 2013, 14 liest sich das auch nochmal sehr gut nach, wie da ja in gewisser Weise weinerlich, wenn Sie so Kommentare in der Welt, Kommentare in großen Regionalzeitungen, Rheinische Post und so weiter nochmal nachlesen, ja, wie da so eine gewisse ja, verhaltene Trauer darüber ist, dass wir in unseren wahren Werten ja, von den lieben europäischen Nachbarn nicht gewürdigt werden. Und nun hatten wir aber dieses schöne Topos Willkommenskultur. Und da konnten wir uns sozusagen ja, selber feiern, ja, als Gegenbild zu diesem ja, ein bisschen zuchtmeisterisch oberschlauen Deutschland ja, aus der südeuropäischen Perspektive. Ja. Also zusammengefasst aus mehreren Kommentaren kommt dieses Motto, das ist so oder ähnlich in verschiedenen Medien zu lesen gewesen. Wir Deutsche pflegen eine menschenfreundliche, weltoffene Willkommenskultur und wir helfen den in Not geratenen Menschen. Also ja, wir sind toll. Und wenn Sie das wieder abgleichen, wie der Effekt auf der Seite der Einstellung der Menschen ja, sich zeigte, dann sehen Sie, das ist eine Repräsentativbefragung von TNS Emnet. Die ist, wenn Sie so wollen, methodologisch einwandfrei, soweit wir das nachprüfen konnten. Dann sehen Sie hier ganz deutlich, ja, wenn Sie hier von 2012 zu 2015 sehen Sie hier überall einen deutlichen Anstieg. Einwanderer werden bei uns willkommen geheißen, das ist mehrheitsfähig. Einwanderer bemühen sich um ein gutes Zusammenleben, ja, davon sind praktisch alle überzeugt. Dauerhafter Aufenthalt soll man ihnen ermöglichen, klar, mehrheitsfähig. Einbürgerung erleichtern, immerhin, ja, jeder Zweite findet inzwischen, das ist gut und richtig so. Hier einfach noch so ein paar rein quantitative Hinweise. Wir haben über die WISO Genius Datenbank, das ist die größte Datenbank in Bezug auf Tageszeitungen, in der man, also gibt keine andere Datenbank, in der so viele Zeitungen ihre Texte sozusagen ablegen wie in der Genius-Datenbank. Da haben wir für die Zeit von 2009 bis 2015 30.000 Berichte identifiziert, die Willkommenskultur thematisieren. Das sagt noch nicht so viel aus, das ist einfach ja, eine, wenn Sie so wollen, artefaktische Größe, weil wir ja nicht wissen, wie viele Zeitungsberichte es insgesamt in der Realität tatsächlich gegeben hat, weil in dieser Datenbank ja nicht alle Zeitungen drin sind. Aber es ist trotzdem symptomatisch interessant, weil 3/4 dieser Berichte positiv das Thema Willkommenskultur behandeln, immer unter dem Blickwinkel der Politik auf Bundesebene.
mit anderen Worten, die Bürgerinnen und Bürger selber, ja, die im Zweifelsfalle ja das, was inhaltlich mit Willkommenskultur gemeint ist, ja eigentlich leben sollten, die kommen gar nicht vor. Das heißt, 4/5 der Texte, da ist Willkommenskultur positiv konnotiert. Positiv meint zum Beispiel auch eine Formulierung, die auf den ersten Blick kritisch scheint, aber das Gegenteil von kritisch gedacht ist, nämlich wir brauchen noch mehr Willkommenskultur, ja, sagen dann so verschiedene Lokalpolitiker oder Parteivertreter oder das ist noch keine echte Willkommenskultur, die wir haben. Also es wird im Grunde immer im Sinne der Euphorisierung, ja, wird, wenn Kritik geübt wurde an dem bestehenden Verhältnis, dann immer im Sinne der Euphorisierung. Das heißt also, auch die, sagen wir mal, die zu kurz gekommenen, die Benachteiligten, die Unzufriedenen, also diejenigen, die das Gefühl haben, diese Wohlstandsgesellschaft, das ist eine Karawane, die an mir vorbeizieht, die kommen in diesen Berichten nicht vor. Also ein erheblicher Teil der Gesellschaft, ich sage nicht niemals eine Mehrheit, aber doch ein ernstzunehmender Teil der Gesellschaft, fand und findet, bin ich eigentlich willkommen in dieser meiner Gesellschaft? Was tun die anderen eigentlich und die Einrichtungen und Institutionen, damit ich mich in dieser Gesellschaft auch ja nicht nur wohlfühlen, sondern sagen kann, ja, ich gehöre dazu und ich bin quasi jetzt in einem wieder metaphorischen Sinn beheimatet. Kein Thema. Wir haben keinen einzigen Text gefunden, in dem Zusammenhang Willkommenskultur thematisiert wurde. Und dann kamen solche Aktionen. Dann hat die Bild-Zeitung, ist das, plötzlich, die Bild-Zeitung kennen wir ja eher über Berichte, in denen der Ausländer dafür uns Steuergelder wegnimmt, weil er sich bei uns zu uns kommt, arbeitslos sich meldet und dann Hartz IV bekommt und so weiter. Ja, so hat die Bild-Zeitung 10 Jahre lang eigentlich eher ein negatives Bild der Fremden und Ausländer, eher, nicht nur, aber eher gezeichnet. Und jetzt kommt plötzlich eine große Aktion, die sich auch noch Refugee Welcome nennt, also auch noch die Bild-Zeitungsleser plötzlich zu anglizistisch geschulten Zeitgenossen macht. Es ist ja naheliegend, dass mindestens jeder zweite Bild-Zeitungsleser sich da ohnehin ausgegrenzt fühlt, wenn da eine Refugee Welcome-Kampagne läuft. Und dann kam, ich will das nicht vertiefen, weil das zu viel Zeit kosten würde und ich dann sie zu lange beanspruche. Es kam dann zu dieser spannenden Kontroverse hier mit FC St. Pauli. Manche werden das vielleicht mitverfolgt haben, dass dann zum Glück, kann ich nur sagen, die Sportsfreunde vom FC St. Pauli erkannt haben, was die Bild-Zeitung hier macht. Nämlich, dass sie eigentlich die Flüchtlingslage instrumentalisiert, um auf diesem Wege über die Fußballclubs deutschlandweit die Marke Bild-Zeitung zu pushen. Und dann hat der FC St. Pauli gesagt, ohne uns. Oh, jetzt habe ich irgendwo drauf gedrückt. Ohne uns. Ja, wir sind selbstverständlich auf der Seite der Helfenden für die Flüchtlinge hier, aber wir lassen uns eben von einem Medium wie der Bild-Zeitung nicht einspannen. Es gibt da auch gab da tolle Transparente, ja, im Fußballstadion von St. Pauli. Ja, wir sind für die Flüchtlinge, aber nicht für dieses Schmutzblatt. Aber das ist das eine Extrem, aber auch das andere Extrem, damit Sie das nochmal sich vergegenwärtigen, eine so solide, seriöse, ernstzunehmende Zeitung, wie es die Zeit ist, hat sich gleichermaßen in diesen Taumel, ja, kann man schon fast sagen, der Selbstbefeierung mitreißen lassen. Ich könnte Ihnen stundenlang könnte ich Ihnen hier Auszüge könnte ich Ihnen zeigen. Eine sehr nette kleine Kritik gab es dann ab Mitte September, als dann auch noch das ZDF mit Johannes B. Kerner die Flüchtlingsfrage zur großen Show machte. Der Kritiker schrieb dann, jetzt fehlt nur noch, dass es einen Quiz gibt. Ja. Wer am genauesten sagen kann, wie viele Flüchtlinge gerade heute über die Grenze gekommen sind, der kriegt einen Preis, ja, so ungefähr. Und die
Also der Missbrauch dieses Themas durch große meinungsführende Medien und Leitmedien, wie hier das ZDF, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich will es dabei sein bewenden lassen, um Ihnen einfach zu zeigen, wie das auseinanderdriftet. Ja? Auf der einen Seite das Thema, auf der anderen Seite das, was sagen wir mal, der Teil der Bevölkerung, die damit sorgenvoll umgeht, und das, was die Medien als, ich will jetzt nicht, das ist nicht immer wie bei der Bildzeitung eine Geschäftsidee, aber doch eine Instrumentalisierung mit dem Thema vollbracht haben. Das Thema Willkommenskultur ist so in der zweiten Hälfte, im zweiten Quartal des Jahres 2015 sozusagen dann ein bisschen zurückgefahren worden. Und am 27.07. von da an explodierte es wegen eben dieser, weil da plötzlich die Flüchtlingssituation so akut und brennend wurde. Und es ist, wenn Sie so wollen, ein nahtloser Übergang von der euphorisierten Selbstbefeierung der Willkommenskultur hin zu einem akklamativen Aufnehmen des berühmten Satzes der Bundeskanzlerin: Wir schaffen das. Das ist, wenn Sie so wollen, einfach im gleichen Atemzug. Ja, da ist eigentlich kein großer Unterschied mehr aus der Wahrnehmung der Medien. Sie erinnern sich vielleicht, die Bundeskanzlerin hat diesen Satz im Rahmen einer Bundespressekonferenz, ja, quasi wie nebenbei ist zu viel gesagt, aber angehängt an der Äußerung. Stellen Sie sich vor, die Bundeskanzlerin hätte damals nach der Tagesschau eine Ansprache an die Deutschen gehalten, wie das in anderen Ländern getan wird, und hätte gesagt: Wir stehen hier alle vor einer schweren Aufgabe. Es ist eine große Herausforderung. Wir wollen diese Herausforderung auf uns nehmen. Aus menschenrechtlichen Gründen gibt es da kein Vertun. Aber es wird sehr schwer sein und es wird für viele Menschen auch zu Entbehrungen und zu Verzichtsleistungen führen. Aber wenn wir ja, in diesem Sinne das Problem zusammen verstehen, dann könnte es sein, dass wir ja, in ein oder zwei Jahren rückblickend dann sagen können: Wir haben dieses Problem gelöst. Und es wäre natürlich völlig anders vermittelt worden. Es wäre ganz anders aufgenommen worden. Und so hätten eigentlich auch die Medien wieder zurückfragen müssen. Also die Informationsjournalisten hätten hier auch sozusagen eine andere Form von Vermittlung leisten können. Aber es wurde einfach übernommen. Es wurde sozusagen einfach nur verstärkt in diesem Kontext des Willkommenskultur-Meinungsklimas. Und die Kritik ging dann natürlich an die europäischen Staaten, die hier eine abweichende politische Auffassung hatten und eine entsprechende nicht kontroverse, aber ja, differente Politik verfolgten. Ja. Und eigentlich nur dieser hier über diese von der Willkommenskultur hin zu der, wir packen das, wir sind so großartig, dass wir das hinkriegen, nur das wurde auf dieser abgehobenen Politikebene wurde kommentiert und diskutiert. Es wurde nie heruntergebrochen in diesen entscheidenden 2-3 Monaten auf die Ebene des Vollzugs, also dort, wo es die Menschen direkt betrifft. Im Regionalen, im Lokalen zum Beispiel. Ja, es wurde ja sozusagen herunterdelegiert aus naheliegenden Gründen. Ich will das schnell einschieben, damit Sie mich auch nicht missverstehen. Diese enormen Defizite und Dysfunktionen, über die ich hier gerade spreche, sollen nicht darüber hinwegtäuschen, ja, dass es in vielen Städten, also gerade wenn Sie an München damals denken, ja, im letzten Sommer, auch Passau, sozusagen, verzeihen Sie das Wort, Frontstädte da waren, ja, in der Situation, ja, dass die mit diesem Ansturm von so vielen Flüchtlingen auf in einer bewundernswerten Weise ja, damit umgegangen sind. Wir haben aus Städten wie München und Passau keine gigantischen Krawallgeschichten gehört, aber aus kleinen Städtchen in Ostdeutschland, wo es gerade 3,5 Asylbewerber gibt. Und das mag schon auch hier ja, die wirklich gelebte Willkommenskultur
sein. Und so muss man natürlich schon auch sehen, dass diese ja, euphorisierende Selbstbefeierung nicht nur ja, als Kritik und als Phantasma zu sehen ist, sondern dass das eben auch etwas mit den Menschen in einem positiven Sinne bewirkt hat und mehr als nur, ja, ich bin auch da und finde alles toll, sondern auch eine gelebte Hilfsbereitschaft mit evoziert hat. Schauen wir uns noch die Flüchtlingsberichterstattung ein bisschen genauer in dieser zweiten Hälfte an. Im Spätsommer folgen praktisch alle Regionalzeiten, folgen den Leitmedien, also das sind die drei großen Tagesthemen, aber das ist vor allen Dingen das Fernsehen. Auch in ihren Lokalteilen wird weithin ja, das Großartige, das wir sein, wird gefeiert. Die Willkommensfähnchen, Schwenkereien, die gigantischen Kleider, die gespendet wurden, große Bilderstrecken in den Regionalzeitungen. Nur das Problem selber, also wie gehen wir, ja, was ich mit den Recherchefragen sagte, wie lösen wir die wirklichen, ja, naheliegenden, konkreten Probleme? Kein Wort. Also mit anderen Worten, wir haben uns sozusagen wie ein gesamtgesellschaftliches Selfie. Ja? Wir haben uns sozusagen dauernd als Gesellschaft selber fotografiert, wie wir wunderbar sind. Ja? Und toll, so, ja? So wirkt die rückblickend die Berichterstattung in den meisten Zeitungen. Erst Mitte Oktober, bei manchen Medien ein bisschen früher natürlich, bitte nehmen Sie das nicht so im Sinne eines Datums, sondern als Prozess, erst so etwa gegen Mitte Oktober begannen Berichte sich kritisch mit der Überforderung und Hilflosigkeit der Behörden auf der Vollzugsebene zu befassen. Ich zeige Ihnen hier mal so ganz kurz, wie die Flüchtlingsberichterstattung jetzt nach dem Suchwort Flüchtling, wie wenn wir hier den Spiegel und die Tagesschau einfach hier mal aufeinander legen, dann sehen Sie auch die überraschende Synchronizität in der Berichterstattung. Sie sehen hier, dass eigentlich ja, das Thema, also das Ereignisthema, ja, genau ja, synchron ja, bearbeitet und vermittelt wurde. Ich könnte Ihnen jetzt noch dasselbe mit weiteren ja, großen Medien zeigen, mit der Welt, mit ZDF heute und zwar ist es alles dasselbe. Das, was Sie hier als Block markiert sehen, das ist eben dieses, so das große Ereignis, in dem dann am Ende auch der Meinungsumschwung stattfand, von Ende Juli bis Mitte September. Das können Sie jetzt nicht lesen, darum klicke ich das gerade weiter. Das sind die verschiedenen Ereignisse. Also es geht mit dem Streit um die Balkanflüchtlinge Ende Juli, ja, über die Lage auf der, wie sich die Lage der, weiter der, in Libyen verschärft, wie dann erst Berichte über die ertrunkenen Flüchtlinge vor Libyen kommen, die Balkanstaaten sich als sichere Herkunftsländer definiert werden, wie ja, da die Prognose kommt Mitte August, dass man mit 800 Flüchtlingen wird rechnen müssen, dann die Heidenau-Krawalle, dann kommt Ende August eben der berühmte Merkel'sche Satz, wir schaffen das, dann dieser enorme Strom der Flüchtlinge über Österreich nach München, dann ja, dieses ikonografische Bild, Sie erinnern sich von dem ertrunkenen Jungen ja, am Strand der Türkei, dann die Einführung von Grenzkontrolldebatten, wie die sein soll, dann CSU, dann Seehofer sich plötzlich sozusagen am Mitte September mit Orbán, mit dem Regierungschef von Ungarn, trifft symbolisch. Ich will das jetzt Ihnen nicht alles erläutern, ich will Ihnen damit nur zeigen, dass die ganze Mediendebatte, die ganze Berichterstattung der Medien hier dominiert ist von den politischen Items, den politischen Issues. Das, was wirklich passiert ist auf der konkreten Alltagsebene, findet kaum statt. Und darum, ja, weniger als 10% der Berichte behandeln
konkrete Fragen der konkreten Problemlösung. Was ist angesagt? Wie machen? Wie sollte man das tun? Sind die damit Beauftragten dafür zuständigen Einrichtungen und Behörden wirklich kompetent? Warum passieren so viele Probleme? Also allein über Hamburg vom September bis zum Februar dieses Jahres könnte man eine unendlich lange Liste von nicht gestellten Fragen aufstellen, die Medien ist nicht wichtig. Man will lieber auf der hohen Ebene der Politik will man debattieren. Schnell noch hier ein paar ergänzende, zu Ende führende Gesichtspunkte. Nach dieser ersten Phase, die ich gerade gezeigt habe, die zweite Phase mit den realen Flüchtlingen, dann kommen eben auch die realen Probleme. Ja? Dass die untereinander feindlichen Ethnien, der unklare Status der Flüchtlinge, was Sie ja auch schon angesprochen haben, ein überkommenes Asylgesetz, ja, das die Probleme nochmals verschärft, dass sie nicht beschäftigt werden können, ja, diese langen, ewig langen, dauernden Warteschleifen, ja, und dergleichen mehr. Mehr als zwei Drittel der Tageszeitungen, die wir untersucht haben, und das ist ein sehr großer Teil, übersehen diese Probleme und halten sozusagen ihre euphemistische Berichterstattung oder Thematisierung, behalten sie bei. Knapp ein Drittel der Berichte greift dann ab Oktober vermehrt diese operativen Vollzugsprobleme auf. Aber längst schon hat sich in der Bevölkerung, wenn Sie so wollen, dieser Graben aufgetan zwischen einer willkommensfreundlichen Mehrheit und einer wachsenden Minderheit der Unverstandenen, der Missachteten, die eben mehr und mehr zu einer größeren Minderheit wurden. Und das kann man wieder ablesen an Repräsentativbefragungen darüber, vertrauen Sie den Medien? Ich will das schwierige Wort Vertrauen jetzt nicht auch noch auseinandernehmen. Ja, auch das ist ja auch wieder so was ein ähnlicher, ja, wie Willkommenskultur. Jeder denkt sich was dabei, aber denken sich alle dasselbe, ja, wenn sie Vertrauen hören. Ist Vertrauen nicht eigentlich ein interpersonales Verhaltens- und Einstellungs- und Beziehungsmuster? Kann man über Vertrauen überhaupt in einem gesellschaftlichen Zusammenhang reden? Und so weiter. Also wir könnten das jetzt enorm miteinander problematisieren. In den demoskopischen Erhebungen wird das natürlich alles nicht gemacht, sondern wird einfach gefragt, vertrauen Sie den Medien? Und wenn man diese Frage immer wieder stellt, dann kann man wenigstens, auch wenn die Frage für sich genommen nicht unproblematisch ist, aber sozusagen im Längsschnitt, ja, weil es sozusagen immer dasselbe Fehler ist, kann man im Längsschnitt dann doch eine gute Aussage machen. Und so ist tatsächlich bei der Frage, vertrauen Sie den Medien, der Rückgang des sogenannten Vertrauens in die Medien markant. Die letzten Erhebungen, ja, so zu Beginn dieses Jahres, die wir angeschaut haben, das ist immer, ja, in welchem Zusammenhang die Frage gestellt wird und wie die Befragung aufgegleist ist, schwankt das so zwischen 40% und 50%. Und wenn Sie sich vorstellen, erinnern Sie sich, was ich einleitend zu Ihnen gesagt habe, für was der Journalismus da ist, ja, was ihm zugeschrieben wird als Aufgaben und Funktionen. Und Sie sehen dann am Schluss, ja, wir leben jetzt in einer Phase, in der rund jeder Zweite sagt, mit den Medien ist der Journalismus gemeint, ist nicht eine Daily Soap gemeint im Fernsehen. Ich vertraue denen nicht. Dann ist natürlich schon schwierig, wie eine gesellschaftliche Orientierung noch sinnvoll zustande zu bringen ist. Es ist jetzt ein bisschen Augenspreu für Sie. Ich habe es auf die Schnelle nicht umbauen können, aber ich erläutere Ihnen nur drei Zahlen. Wir haben in den Berichten der Zeitungen, die wir für das vergangene Jahr untersucht haben, haben wir in jedem Text geschaut, wer kommt in den Texten als sogenannter Akteur vor, also als Sprecher einer Partei, als ein Betroffener, als einer, über den in dem Text so berichtet wird, dass der ein Akteur, also jemand ist, der handelt, der etwas tut. Und so kamen wir auf diese 3.308 Akteure. Und das, denke ich, zeigt das nochmals brennpunktartig auf. Auf der politischen, abgehobenen Ebene, sozusagen institutionell, ohne dass Akteure selber direkt aus Fleisch und Blut sozusagen vorkommen, das sind 62% aller Akteure. Auf der Judikative, also Rechtsprobleme, ja, also bis hin eben zu Fragen des Strafrechts und dass da einer dies getan hat und jener dann, und dann kam die Polizei und so weiter, sind nochmals knapp 9%.
Also man kann sagen, annähernd fast schon 3/4 der Texte behandeln das Thema Flüchtlinge auf einer institutionenbezogenen Ebene bis hin zu den Akteuren. In dem etwas unglücklichen Begriff Privatperson, man könnte einfach sagen Personen, inkludiert sind auch die Flüchtlinge selber. Und von den Flüchtlingen selber, das ist genau 1/3 gewesen, ja, von denen, die als Personen vorkamen. Also 3% aller Akteure in allen Berichten bringen, also im letzten Jahr, brachten Flüchtlinge selber überhaupt zu Wort. Und nur 5%, auch inkludiert in den Privatpersonen, diejenigen auf unserer Seite sozusagen, die mit den Flüchtlingen interagieren, als Helfer, als Organisatoren, als Problemlöser und so weiter. Sie sehen daran, dass tatsächlich der Informationsjournalismus in der Art und Weise, wie er das Thema Flüchtlinge im letzten Jahr behandelt hat, quasi abgehoben, ja, wie ein Ballon, der da oben wegschwebt, damit mit dem Thema umgegangen ist, während sich hier ja, auf dem Boden die Probleme zeigen. Ich will das zusammenfassen zu 3 Befunden. Die Zeitungen, ich habe das jetzt am Schluss an den Tageszeitungen gezeigt, greifen in ihren Nachrichten den politischen Konfliktstoff auf, übersehen aber den sozialen Konfliktstoff auf den Straßen vor der Haustüre. Also sie sind begeistert, wenn der Konfliktstoff sich auf der Ebene der politischen Parteien, am liebsten in Berlin, am liebsten auf der Ebene der Bundespartei sich tut. Da kann man auch unglaublich viele und kluge Kommentare und Leitartikel und so weiter schreiben. Es sind auch ganz unglaublich ausdifferenzierte Überlegungen in diesen Leitartikeln. Nur dieses Thema hier, Flüchtlinge, ist ein Thema, das sich vor der Haustüre abspielt. Der Grund, ich denke, also das ist eine These wieder von mir, das ist keine Begründung im Sinne einer naturwissenschaftlichen Kausalität, sondern es ist eine These von mir, die Medien sind ja, auf die Berliner Politikebene geradezu fixiert, oder besser gesagt die Journalisten, und weil sie da quasi sich auch selber erhoben fühlen auf diese Ebene, auch also hängt mit der Tradition des deutschen Journalismus, der sich gern eben seit den 60er Jahren als ein politischer versteht, und bewegen sich darum immer auf dieser abstrakten Ebene. Ab Oktober, ich hatte es Ihnen vorhin schon dargelegt, beginnt ein Teil der Medien, auch ein Teil, sagen wir mal, in Redaktionen der Medien, die Lage der Flüchtlinge dann auch als Kontroversen unter den Einheimischen mit Interviews, Recherchen und vor Ort Beobachtungen in den Blick zu nehmen. Nur, sie laufen sozusagen dem Meinungsumschwung eines wachsenden Teils, also einer Minderheit, aber doch wachsenden Teils der Bevölkerung, mit einer erheblichen Verspätung hinterher. Und verlieren bis zum Jahresende erneut an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wir könnten jetzt hier noch uns viel Gedanken darüber machen, über die sogenannte Wirkung ja, von Medienberichten auf Einstellungen. Ich will das ganz nur verkürzt auf den Punkt bringen. Es gibt so etwas wie bei neuen Ereignissen, so etwas wie ein relativ kurzes Zeitfenster. Und innerhalb dieses Zeitfensters, da geschieht sozusagen ein Meinungsbildungsprozess, dann ist der abgeschlossen. Und wenn Sie dann ein halbes Jahr später kommen, dann ändern Sie sozusagen den Einstellungen nichts mehr. Das hat man zum letzten Mal wieder sehr genau und schön nachgewiesen im Zusammenhang mit dem 9/11, also dem 11. September 2001 in New York mit dem Attentat auf die beiden Hochhäuser. Dann als letzter Punkt, das Ereignis Silvesternacht, das hat, wenn Sie sollen, die Journalisten einfach überrascht. Ja, weil sie nicht recherchiert hatten, weil sie nicht im Stoff waren, weil sie nicht im Thema waren, weil sie nicht wussten, welche Schwierigkeiten, Konflikte, welche Sorgen und Nöte auch auf der Seite der Asylbewerber und der Flüchtlinge selber war, hat sie das, man würde im Jargon sagen, kalt erwischt. Also in einem kleinen Interview, in einem Talk im Lokalradio in Köln, ja, wurde wiederholt und gesagt, so was haben wir nicht erwartet. Nein, so, völlig überraschend. Völlig überraschend. Ja, und das hat wieder zu einem radikalen Umschwung jetzt in den Medien geführt. Wenn Sie die Berichterstattung vom Januar und Februar dieses Jahres anschauen, dann hat sich das wie gedreht. Ja. Jetzt sind plötzlich die Asylbewerber und die Flüchtlinge sind jetzt sozusagen der Problembär. Ja. Jetzt, man
es wird berichtet, ja, da hat die Polizei 3, 4 junge Asylbewerber wegen XYZ einvernommen, große Überschrift, ja, quasi schon schlagzeilenträchtig, als wollte man das jetzt wieder gut machen, ja, was man unterlassen hat, und kippt genau ins andere Extrem. Also es ist sozusagen wie ein Pendelschlag, ja, von dem einen Nichtsehen hin zum anderen, jetzt extrem ist ein zu hartes Wort, aber jedenfalls zu einer Überzeichnung. Und die zentrale Frage, was muss wie getan werden, damit die Residenzgesellschaft, also ja, die, sagen wir jetzt, die hier Lebenden, schon lange hier Lebenden, so viele Fremde sozial verträglich aufnehmen kann. Das ist die Schlüsselfrage, an der die tagtägliche Berichterstattung eigentlich festzumachen wäre. Und Recherchen zu diesem Thema haben wir nur in 8 von 3.500 Texten gefunden. Also von denen, die wir jetzt auch wirklich mikroskopisch genau untersucht haben. Aber stattdessen ist unglaublich viel über Integration geschrieben worden. Aber wie gesagt, definiert hat es kaum jemand. Und so können wir immer weiter über Integration reden und jeder meint ein bisschen was anderes, wenn er das Wort gebraucht. Aber welche Probleme hier wirklich zu leisten und zu bewältigen wären, das erfahren wir auch nur wieder von ganz wenigen Journalisten in ausgewählten Texten. Aber nicht in dem, was wir tagtäglich sozusagen als das Grundrauschen in unserer Informationsgesellschaft aufnehmen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben und freue mich, wenn Sie zu dem einen oder anderen, was ich gesagt habe, ja, sich da was äußern.